Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry 8. Bevor ich es wieder vergesse, werden wir jetzt mal hier umsortieren. Und zwar gehst du mal dahin. Eigentlich könnte ich Andrea an die Seite stellen. Das ist unser Kämpfer. Wo ist Andrea? Andrea, wo bist du in diesem ganzen Muster? Du bist... Ah, da. Okay, dass der an der Seite steht, ist schon mal gut, weil er eine lange Waffe hat. Ja gut, ihr seid die Mönche. Na, dann lassen wir das mal so. So, die Kampfausstellung haben wir jetzt nach 100 Versuchen endlich mal gemacht. Und ich bin nochmal ein Stückchen Strand entlang gelaufen und habe noch ein abgestürztes Raumschiff gefunden. Das ist wahrscheinlich das von unserer lieben Jeanette. Ich bin immer noch ein bisschen geknickt, dass sie von uns gegangen ist. Was haben wir denn... Hier, das hinten sieht aus wie so eine Kühlbox. Ein kaputter Plaster? Ah, das könnte der Bastler wahrscheinlich reparieren. Schade, schade, schade. Was haben wir? Nee, keine CD, eine Vakuumpumpe. Na, für was auch immer. Kann mal bitte jemand über die Steine drüber gucken? Fehlsteine. Dann noch die Kühlbox. Wie ein Flugschreiber. Ah, wir haben doch einen kaputten Flugschreiber. Den hatten wir doch in Arnica mal in so ein Gerät reingesetzt. Der Flugschreiber eines Raumschiffs. Also von Jeanettes Raumschiff. So, Karte gucken. Dann gehen wir jetzt hier unten mal über diese Brücke zu diesem besonderen Gebäude gucken. Weil es so aussieht, als käme man hier auch dahin. Nee. Doch nicht. Gehen wir außen rum. Wir haben am Strand friedlich geschlafen. Ich glaube, dadurch, dass wir den Oberst gekillt haben, haben wir hier auch den Respawn irgendwie gekillt. Das fühlt sich verdammt gut an. So richtig mega. Och nö. Man sollte nicht den Tag vor dem Abend loben. Ach, Spiel. Ich wollte jetzt gechillt hier hinten über die Brücke latschen und... Ja. Egal. Vergiss, dass ich was vorhatte. So, Elementar aufstellen. Du machst bitte... As fast as possible Seelenschutz. Du machst bitte... Atemberaubende Arie und der Rest tut, was er tut. Ich will da hinten über die Brücke. Ja, 2, 3, 4, ja. Scheinbar wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Musikinstrumente einen Effekt haben, höher, je trainierter sie in Musik ist, was auch irgendwo Sinn macht. So, wir melden Geherei an. Du machst bitte einen Feuerball. Da so. Und go. Ah, Segen habe ich vergessen. Nehmen wir gleich nach. Boom. So. Zack, 74 Damage, tot. Ich glaube, um den Segen brauchen wir uns nicht mehr so viel Kopf zu machen. So, weil die auch gelähmt sind, dann fressen die natürlich Schaden wie die Hölle. So, hallo erstmal. Boom. Power Elementar.
Achso, da waren wir schon angedockt. Dann haut ihn. Er ist dumm, dass unser Krieger nur ein kurzes Schwert hat. Na gut. Den Kampf haben wir überlebt. Dann gehen wir mal auf die Brücke. Und schauen mal, was es mit dem Gebäude und diesen Gerüberdenken auf sich hat. Ich denke mal, dass es dort auch wieder feucht wird. Ein Empath, weil wir nochmal Tauchanzüge gefunden hatten. So, dich möchte ich bitte zum Schweigen bringen. Du machst einen Seelenschutz. Du... wie stehst du zur Erdmagie? 70, Wasser... Na. Na gut, dann bleiben wir bei Feuer. Zack, dahin. Dann hat jeder was zu tun. Vielleicht gehen wir noch eine Runde. Ja, macht mal euer Ding. Macht mal vor allen Dingen Seelenschutz. Seelenschutz? Ja, Verstummen hat funktioniert. Dann gehen und go. So, und zu Tode drechen, bitte. Oh, unser Kämpfer ist wahnsinnig. Der ist sowieso ein bisschen too much, der Typ. Trägt schon mal voll über sein Schiff abgelistet. Sollte man nicht unbedingt tun. Hust. Ihr wartet wohl noch darauf, dass ich draufgehe, ihr Schleimbeulen. Aber ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Es geht mir besser. Also, Junge, wenn du weißt, dass du kein Sympath bist, dann könntest du das vielleicht mal ändern. Oh, Wiederbelebungspulver. Das war mal mehr als notwendig. Zieh mal kurz die Gruppe hoch. Große Heilung. 3. Wenn es da vorne nass wird, sollten wir vielleicht vorher nochmal schlafen. Umziehen müssen wir uns sowieso auch noch. Jo. Wehe, es will jetzt irgendjemand die Gruppe verlassen, nur weil wir wieder nasse Füße kriegen. Dann lernen wir uns kennen und wir haben einen Feind auf dem Radar. Da hinten. Wir schlafen mal hier in der Ecke. Und hoffen. Schönes Wetter. So, Buffs sind noch da. Dann gehen wir nochmal nach vorne, ziehen unsere Taucherausrüstung wieder an. Und dann sehen wir weiter. Einmal, ihr kennt das Prozedere schon, zweimal. Dreimal. Viermal. Wie auch immer. Bei dir ist klar, was du ausziehst. Tauchgerät, Gaunerarmband, Wanderschaft, was auch immer. So, dann sind wir ready für nasse Füße. So, dann halten wir das kurz für die Nachwelt fest. Und ein Wasserabenteuer wie exotisch. Ich habe mich immer danach gesehnt, die Welt unter den Wellen zu erforschen. Doralf, du willst nicht gehen. So, Tauchanzüge scheinen zu sitzen.
Beijins Untiefen. Na gut. Die paar Schrittchen speichern wir nochmal ab. Dann müssen wir die nicht wieder tun. Wir waren ja schon mal kurz unter Wasser. Verdammt, werde ich jemals wieder irgendwie Land sehen wahrscheinlich. Was ist das? Aasfresser. Mann, das geht weiter mit denen hier. Ich wollte jetzt gegen ein paar Fische kämpfen und so. Empath, Kampflord und Aasfresser. Wow. Wow. Einfach nur wow. Nimmt. Bring mal die Aasfresser zum Schweigen. Du machst bitte as soon as possible einen Seelenschutz. Du. Feuerbälle gehen unter Wasser nicht, ne? Da war ja was. Können wir einen Elementar beschwören unter Wasser? Scheinbar schon. Und hoffentlich wird es kein Feuerelementar. Und eventuell geben wir noch ein Stückchen. So, hier ist, glaube ich, ganz kuschelig. So, jetzt müssten die eigentlich zu uns finden. Hi. Du bist ein Empath. Du bist ein Aasfresser. Kampflord. Was wird eigentlich aus unserem Elementar? Worauf? Aua. Trägt schon mal jemand bewusstlos? Ich fühle mich gerade nicht so wohl. Elementar. Zack. Da so hin so. Der ist zum Schweigen gebracht. Gustav ist wahnsinnig. Andrian ist fast tot. Andrian muss dich dringend selbst heilen. So, und das mit dem Elementar vergisst er, glaube ich, immer, wenn wir uns bewegt haben. Das ist unschön, macht aber Sinn. So, dann bleiben wir jetzt auch bitte mal stehen. Andrian, heil dich bitte. Das sieht nicht gut aus für uns. Unser Elementar ist da. Wow. Gustav jetzt nicht wahnsinnig wäre. So, Gustav hat seinen Wahnsinn vergessen. Das ist ja der Wahnsinn. Gut, dann mach mal eine ordentliche große Heilung. Bitte nicht verkacken. Dann haben wir nämlich ein Problemchen. Du machst bitte... einfach mal Steinschlag nach vorne. Und dann hoffen wir. Okay, einer tot. So, jetzt könnte mal die Heilung kommen. Rolf? Gustav? Heilung? Danke. Der ist fast tot. Der ist tot. So, dann rutschen wir jetzt dem Kampflord auf die Pelle. Dass Gerrit bewusstlos ist, ist nicht gut. Okay.
unser Elementar hat uns gerade verlassen. So, dann machen wir bitte einen neuen Elementar. Da so hin, so. Da so. Dann machst du bitte nochmal eine große Heilung. Und dann machen wir Go. Tut dem mal weh. So, diesmal haben wir ein Luftelementar gekriegt. So, der ist auch fast tot. Machen wir jetzt, weil wir jetzt Zeit dafür haben, mal einen Segen. So, der ist fast tot. Sehr schön. Der ist tot, der ist auch nicht mehr viel. Wir haben Segen, Shaka. So, dann... Ja, wir kommen gleich zu dir. Oh, jetzt hat er Kopfschmerzen. Jetzt ist er tot. Mit was sind wir noch im Kampf? Mit nix. Okay. Heiligsblechler. So. Hintern in die Ecke packen. Schlafen. Also, bei dem Kampf hatte ich uns jetzt ganz schlechte Karten ausgerechnet. Aber ging ja dann doch nochmal Tintenfische. War doch auch mal übel, oder? Ja, wegen der Pländerei. Na super. Das können wir wahrscheinlich auch mit Seelenschutz irgendwie verhindern. Denke ich zumindest mal. So, Thoralf, mach bitte mal einen blinden Seelenschutz. Gustav. Thoralf, du machst bitte einen blinden Element. Ha? Geht das? Ist wahrscheinlich zu eng für ein Elementar. Dann vergiss das mit dem Elementar. Dann machen wir einen blinden Steinschlag. Und keine Dinge, die da kommen. So, jetzt hoffe ich mal, dass der Seelenschutz uns mit der Blindheit hilft. Kommt ihr mal bitte ran? Ich glaube, wir stehen gerade in der Ecke nicht vorteilhaft für keinen von uns. Ich mal entgegen. Können wir hier dann jetzt auch ein Elementar hinstellen? Ja, da können wir. So, jetzt interessiert mich, ob die das blind machen, nochmal machen können, wenn wir den Seelenschutz oben haben. Also ich hoffe, dass es jetzt irgendwann ausläuft. Und die das dann nicht mehr so leicht drauf machen kann. Mönche, zu euch stand eigentlich im Handbuch, dass euch Blindheit, glaube ich, nicht so viel ausmacht. Also macht mal was. So, wir haben irgendein Elementar gekriegt. Blindheit war, glaube ich, Krankheit, ne?
wir das mal auf Andrean. Ja gut, Gustav hat dann jetzt unser Nashorn geheilt. Danke dafür. Dann machen wir mal Krankheit heilen. Vielleicht diesmal auf Andrean. Nee, ich sehe, Schutz hilft scheinbar nicht gegen Blindheit. Oder unser Nashorn hatte Pech. Danke, dass du die Blindheit von Thoralf geheilt hast. Ja. Wenn man blind ist, ist halt Ziehen nicht unbedingt so leicht. Ich verstehe das schon irgendwie. Aber trotzdem. Heilen wird jetzt auch schwierig, ne? Ich glaube, unser Elementar ist tot. Heieiei. Okay, ja, und Tintenfisch ist auch tot. Gruppenheilung geht ja einfach auf alle. Das sollte jetzt funktionieren. Und du stellst uns bitte wieder einen Elementar zur Verfügung. Oder lebt unser Elementar noch? Das weiß man nicht. Okay, dann machen wir nochmal einen Steinschlag, auch wenn du halt blind bist. Wird schon. Wir sind gar nicht in Nahkampfreichweite. Ich möchte die Mönche im Nahkampf haben, weil die angeblich damit klarkommen. Nein, nicht Robby. Nicht auf Robby. Dann warten wir mal noch, bis die Heilung durch ist. Gustav. Was ist aus der Heilung geworden, die ich bestellt habe? Okay. Alle blind. Bitte überleben alle. Da ist die Gruppenheilung, die ich wollte. So. Okay, Gustav ist entblindet. Der da hinten hat nicht mehr viel. Dann machen wir bitte... Kannst du jetzt ein Elementar irgendwo hinstellen? Nein, kann er nicht. Gegen Wasser wart ihr bestimmt ziemlich immun, oder? Ah. Wassermagie 105%. Lufterde heilig wäre halt cool. Dann machen wir Magiegeschosse, wenn das mit dem Elementar schon nicht geht. So, eventuell gehen wir ein Schrittchen.
Na, jetzt ist Thoralf wieder blind. Okay, einer tot. Der da hinten ist halt fast tot. Nein, ich hab die Magiegeschosse irgendwo. Ins Jenseits. So, wir machen weiterhin große Heilungen. Wenn man dafür nicht zielen muss. Versuch's mal bitte nochmal mit einem Elementar. Wow, okay, der geht. Bitte keinen sterben lassen. Gustav, Heilung. Elementars da oder nicht da? Vielleicht hätte es ein Feuerelementar werden sollen. Nicht funktioniert. So, du hast 76, du hast 39. Okay, Harakiri. Okay, einer tot. Nicht auf Robby, bitte mach den tot. 58. Hat dir irgendjemand Heiltränke eingepackt? Amulette Heilung. Was macht das bei Benutzung? Große Heilung, Power 6. Alle hopp. Okay, dann aber jetzt bitte umhauen. Wir hatten einen Kampf gemacht, dann wollten wir schlafen und hatten direkt den nächsten großen Kampf an der Backe, wegen dem wir jetzt eigentlich wieder schlafen müssen. Wir gehen in die Pause. Bis gleich.